herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine in Deutschland gefertigte Abführzange und dies ist die Cliuso Nummer 6. Cliuso steht für den Hersteller Clemen und Jung aus Solingen. Jeweils die beiden Anfangsbuchstaben bilden dann den Firmennamen Cliuso. Die Abführzange ist dazu gedacht, um einen Häftling vor Gericht beispielsweise abzuführen und ihn unter Kontrolle zu behalten. Diese Abführzange ist relativ simpel konstruiert. Sie ist wie eine 8 aufgebaut. Wir haben also hier einen doppelten Bügel und dieser ist für die Hand des Häftlings gedacht. Und hier ähnlich wie bei einer Schere geht das Ganze dann hier auseinander und dies ist der Griff für den Beamten. Um das Ganze zu öffnen, ist hier eine kleine Vorrichtung. Wir haben also hier in der Mitte ein Niet, der das Ganze drehbar lagert und hier ein Blech angebracht mit zwei Nieten und dieses Blech, das rastet hier an diesem Punkt ein und damit ist die Abführzange verschlossen. Dadurch, dass der Bedienstete die Abführzange so hält, ist für den Häftling natürlich diese Öffnungsvorrichtung unerreichbar. Um diese Abführzange zu öffnen, wird dieses Blech nach hinten gezogen und dann wird die Abführzange einfach auseinandergezogen. Wir sehen hier, dass hier bei diesem Bügel eine Aussparung eingearbeitet wurde und an diesem Bügel ein Zapfen, der hier nach vorne steht, um das Ganze natürlich einmal hier stabil in alle Richtungen wirken zu lassen. Also dies ist nicht nur ein Zapfen, der hier in dieses Blech einrastet, sondern auch hier in diese Nut fasst und somit ein Verbiegen der Abführzange verhindern soll. Wenn die Hand des Häftlings dann hier drin steckt, dann wird diese Abführzange einfach verschlossen und der Häftling abgeführt. Sollte der Häftling Widerstand leisten oder ähnliches, hat der Beamte die Möglichkeit, hier durch Drehbewegungen die Hand oder das Handgelenk des Häftlings unter Spannung zu setzen und ihn so dazu zu bringen, seine Widerstandsgelüste abzubrechen. Alles in allem sehr simpel. Die Ecken und Kanten sind schön abgerundet. Wie gesagt, die Cliuso Nummer 6. Wir schauen uns jetzt noch einmal das Gewicht dieser Abführzange an. Das Gewicht liegt bei exakt 200 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.